Wir befinden uns jetzt direkt an der Schnittstelle zwischen der Dateiverwaltung und der Aufgabenstellung, denn die Dateien, die wir jetzt in Privat abgelegt haben oder die auf einem Stick sind oder in einem Cloud-Speicher, sind ja nichts anderes als Aufgabenstellungen oder Aufgabenblätter. Die erste Möglichkeit, die ich habe, von meinem Ordner Privat eine Aufgabe in die Klasse zu kopieren. Sie haben den Befehl schon gehört, das heißt, ich möchte diese Datei in meine Klasse kopieren. Ich markiere die Datei und gehe auf Kopieren. Danach öffnet das entsprechende Dialogfeld, wo ich das Ziel auswählen kann, meine Klasse. Und in der Klasse wird mir dann die gesamte Ordnerstruktur aufgelistet. Es handelt sich um eine Aufgabe Physik, also nutze ich auch den Physikordner und Datei kopieren. Wenn ich jetzt das Ganze kontrolliere, und das empfehle ich Ihnen auch, gehen Sie in Ihre Klasse, gehen in die Dateistruktur, in den Ordner Physik und hier ist Ihre Datei. Die zweite Möglichkeit ist, ich befinde mich in meiner Klasse im Dateisystem und öffne den Ordner Physik. Da möchte ich jetzt eine Datei hinbringen. Ich gehe auf Datei hochladen, wähle die Datei aus und muss natürlich jetzt im Schritt 3 noch die Datei hochladen. Datei ist angekommen. Eine weitere Möglichkeit ist die Methode Drag and Drop. Ich bin in meiner Klasse. Öffne die Dateiablage, öffne den Ordner Physik und ziehe von meinem Desktop, dort ist die Datei bereitgelegt, in den Ordner. Sie sehen die Schattierung, ich kann loslassen und meine Datei ist vorhanden. Ja, das waren verschiedene Möglichkeiten, wie Sie eine Datei in Ihre Klasse bekommen. Und im nächsten Video schauen wir uns dann mal genau diese Dateien an.